Hey Freunde, willkommen zurück zu Fortnite Battle Royale. In der heutigen Folge habe ich mal was Neues ausprobiert. Was heißt was Neues? Also man kann ja die Mausempfindlichkeit einstellen. Und ich habe einen Artikel gefunden, wo das halt drinsteht, was man halt so am besten machen kann. Aber man muss halt immer selber gucken, wie das für einen am besten ist. Also habe ich das mal ein bisschen jetzt eingestellt und ausprobiert. Und ich muss sagen, es fühlt sich doch anders an, aber gut. Aber ich muss mich trotzdem erstmal dran gewöhnen. Das merkt man auch ein bisschen am Gameplay. Und für all diejenigen, die jetzt mit Maus und Tastatur spielen, packe ich den Artikel mal in die Videobeschreibung. Und für alle, die das Video jetzt auf dem Handy gucken, ihr müsst, um die Videobeschreibung zu sehen, müsst ihr unter dem Video auf das Pfeilchen klicken, damit die ausklappt. Und dann müsst ihr einfach nur auf den Link drücken, dann sollte sich eigentlich mit eurem Browser der Artikel öffnen. Sollte ich vergessen haben, eben jeden Link in die Videobeschreibung zu packen, trittet mir gerne in den Arsch. Nein, schreibt's einfach in die Kommentare und dann werde ich das schon sehen. Dann reiche ich den dann nach. Gut, so viel dazu. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video, ne? Oh, Freunde, wo gehen wir hin? Tilted Towers? Ja, komm, wenn schon, denn schon. Eins. Keine Munition. Kacke! Ich hätte direkt looten sollen. Eine andere Waffe wäre jetzt noch super. Scheiße, ich bin schon unten. Wow, Launchpad. Wow, hey. Dafür bin ich eindeutig zu selten in Tilted Towers, dass ich jetzt hier irgendwelche Experimente starte. Tja, hast du so gedacht, ne? Schade. Hat nicht ganz geklappt. Wer sich jetzt fragt, was ich davor hatte, ich hatte meinen Tod schon eingesehen und wollte einfach nur. Ich wollte ihn einfach mit in den Tod reißen. Hat aber leider nicht funktioniert. Ja, gut, Tilted Towers ist für neue eingewohnte Einstellungen wohl noch ein bisschen zu krass, aber dann gehen wir halt nach Retail Room. Alles klar. Boah, ich habe mir vorhin die Black Ops 4 Trailer angesehen, ne? Ich bin schon ein bisschen hyped. War schon ein bisschen gut. Also ich hatte ja eigentlich mit Call of Duty abgeschlossen. Bei, keine Ahnung, Modern Warfare 3 war das, glaube ich. Und Black Ops 4 macht irgendwie Bock auf mehr. So vom Trailer her. Jetzt nicht nur wegen dem Battle Royale Modus, weil das ist einfach. Alter, wie komme ich hier runter? Nein, ich will da runter! Und nicht nur wegen dem Battle Royale Modus, weil. Das ist eigentlich ein logischer Schritt, weil macht halt momentan jeder und jeder will es haben und könnte geil werden, so wie ich das jetzt gesehen hatte. Naja, ich lasse mich überraschen. Ach ja. Oh, hier kommt ordentlich runter. Schön. Ey, geh los weg, das ist mein Haus. Genau, geh da rüber. Oh Mann, Alter. Okay, das ist dann. Gibt's ja gar nichts. Ich bin runtergefallen. Ah, hier ist nix! Scheiße! Okay, ich bin weg. Tschüss! Kann ich auf mich schießen? Danke. Bin lieb. Shit. Und tot. Boah, Alter, ey. Was ist hier los? Was hat das denn? Ich hab den vollen Arsch geschossen. Das war voll gemein. Scheiße. Okay, Fazit. Oh, Scheiße. Fazit mit hier, mit besserer Mauseinstellung und so. Ich würde sagen, geht fit. Oh, warte, ich hatte auch noch normale Granaten. Dann hau ich die erst weg. Und tschüss. Bin getroffen? Ja, der springt doch nicht so viel. Wow, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Hä? Das waren vielleicht drei Treffer oder so.
Hatte ich voll wenig Leben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht so aufs Leben geachtet. Da könnte ich auch mal wieder hin. An den Ort, den ich nie aussprechen kann. Das ist eine gute Idee. Akres. Akres? Akres? Tü, 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 tü. So. Ist hier noch einer runtergekommen? Jo. Alter Schwede. Der hat sich bestimmt leicht erschrocken. Hallo, ich will aufsammeln. Irgendwie? Ich brauche eine neue Tastatur, ne? Eine Schrote wäre noch super. Von wo kam das? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Sehr gut. Ja, nu? Stellungskampf oder wie? Was machen wir denn jetzt? 2000 Jahre später. Okay, ich frag gar nicht mehr, die ist bestimmt abgehauen. Ist die da rein und hat sich ausgelockt? Kann das sein? Ich stehe die ganze Zeit wie so ein Depp und warte. Scheint nicht weg zu sein. Ich hab nichts zum Bauen, ne? Nicht so clever. Ah, wen haben wir denn da? Ach, der Skin, der ist sowieso momentan ein bisschen über. Ja, wohin? Ich hab nichts zum Bauen! Da hätte ich nicht drauf gehen sollen. Ach, egal. Ach ja, Leute, es gibt Tage, da läuft's einfach nicht. Kennt ihr das? Also entschied ich mich noch ein bisschen 50 versus 50 zu spielen. Ja, so Leute, man sollte wissen, wann man aufhören sollte. Es tut mir echt leid, aber irgendwie komme ich heute nicht so klar. Naja, liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich halt alles umgestellt habe. Ich muss mich halt erstmal noch dran gewöhnen. Denn das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so... Ja komm, gehen wir alle Tilted Towers. Gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt noch nicht den neuen Modus gespielt habe. Weil das wäre bestimmt scheiße geworden. Ja, da geht jetzt überhaupt einer hin. Nicht, dass ich jetzt der Einzige da bin. Die alle mal auf sich gegenseitig schießen. Oh. Die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Leute, Alter, chillt doch mal. Oh, ach, da war einer. Muss ich auch mal noch sagen. Hier voll Krieg. Und ich sag die ganze Zeit, ja, hört auf zu schießen, seid ihr bescheuert? Dabei bummst du die ganze Zeit auch noch rum. Wie geht's denn hier weiter? Das ist immer so ein schönes Chaos. Ich mag den Modus. Der ist vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich mag den. Gerade dieses Gruppenkuscheln, finde ich voll gut. Finde ich immer sau interessant. Das ist wie ein Social Experiment. Jetzt nicht so ein Prank-Social Experiment, sondern halt... Wie verhalten sich Leute, wenn man die zusammenstopft, um gegen andere Leute kämpfen zu lassen? Probieren wir mal aus. Und dann lernt da irgendeine fiese KI von und vernichtet irgendwann die Welt. Ah, langsam werde ich wieder wacher. Vielleicht sollte ich einfach mal die ganzen Runden nochmal spielen. Ach, wisst ihr, warte, ich nehme die trotzdem. Ich muss die ja noch irgendwann schneiden. Die muss ja auch heute noch raus, ne? Die armen Leute da stehen da. Alter. Alter, die Kacke, wa? Brauchen wir noch nicht vor einen Schuss? Ups, das war ich, sorry jetzt. Genau, haltet die mal auf. Alter, hier ist richtig Krieg. Friss euch, friss das, ihr Sackratten. Was ist das hier? Oh, ich hab keine Munition mehr. Ich will haben, muss haben. Ich hab keine Munition mehr. Jungs und Mädels gleichen Alters. Die Schrote mit. Na, ich will die Schrote haben. Scharfschützengewehr will ich auch haben. Sehr gut. Hier ist ja was los, du. Ey! Ja, hätte ich eigentlich selber wissen müssen. Dies hätte ich selber wissen müssen. Ich habe eh keine Munition mehr. Ist doch kacke. Ich habe jetzt nur noch Granaten. Oh,
Pistolenmuni habe ich noch. Wie konnte ich den denn verfehlen? Ich habe voll drauf gehalten. Boah, es hat geleckt. Gut, Freunde, konzentriert euch auf was anderes. Mist. Sorry, Dude, ich habe dich nicht gesehen. Alter, er hat schon den Skin. Ja. Wie viel gezockt. Hier ist was los, ey. Ich habe echt nur noch die hier. Ich meine, das ist jetzt nicht die schlechteste Waffe, ne? Ey, komm, aber so scheiße ziele ich doch nicht. Der schießt einfach nur die ganze Zeit daneben. Geht sie runter? Was ist denn hier los so? Alter, was ist denn da passiert? Ich will das sehen. Was haben die hier gebaut? Ah! Ich dachte gerade, hä? Wieso haben die keine Pfeile über dem Kopf? So, Freunde, das war ein Video zu dem Thema, wie man es nicht machen sollte. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu schlimm und hat euch nicht allzu körperliche Schmerzen verursacht. Gut, ich hoffe, es hat euch dann trotzdem gefallen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!